Ja, hallo ihr lieben Verkehrsteilnehmenden hier zu Wiener Verkehr. Und ihr seht schon, ich habe mal wieder das Cube Nurod ausgepackt. Es ist so ungefähr ein Jahr her, seitdem ich es mir gekauft habe. Und ich dachte mir, mal ein bisschen anderes Video. Ich wollte einfach mal mit euch besprechen, was sind so die Mängel jetzt, was ist alles kaputt gegangen und worauf kann man vielleicht achten. Ist bestimmt ganz interessant für den einen oder anderen von euch, weil ich bin ja schon jetzt sehr viel auch mit dem Rad gefahren. Vielleicht auch ein bisschen mehr als der Durchschnittsfahrer jetzt von dem Rad. Also ich habe jetzt 8.500 Kilometer drauf, sind jetzt ziemlich genau 12 Monaten. Und wir wollen uns jetzt einfach mal gemeinsam kurz anschauen, was gehört repariert, ausgetauscht, was sieht einfach nicht mehr so gut aus und worauf sollte man vielleicht ein bisschen besser achten. Ich habe jetzt mal alles abgemacht, was ich so an Accessoires dran habe. Das Einzige, was jetzt nicht mehr original ist, sind einmal die Mäntel. Da kann ich vielleicht auch mal ein kleines Video dazu machen. Da bin ich echt ein ziemlicher Fan von denen. Und ich habe jetzt hier die Handyhalterung von Quadlock. Bin ich auch nicht so super zufrieden. Also keine uneingeschränkte Empfehlung, falls ihr eine Handyhülle sucht. Eine Handyhalterung vielleicht, ja, kann ich mich auch mal schlau machen. Kommen wir erstmal zum Thema Verschleiß. Das habt ihr ja bei jedem Fahrrad mit so einem Kettenantrieb. Ist jetzt auch überhaupt nichts Cube-spezifisches. Ich habe hier die ganz normale Einfach GRX 1142 mit der großen Kassette, dass ihr eben trotzdem eine große Gangabstufung habt. Ich habe damals zum Glück die Kette nach 3000 Kilometer irgendwann, ja, im Sommer oder so, tauschen lassen. Also falls ihr nicht rechtzeitig die Kette wechselt, wird auch ziemlich schnell dann eure Kassette abnutzen. Viel schneller, als es normalerweise der Fall wäre. Und deswegen unbedingt auf die Wechselintervalle von der Kette achten. Dann wird es insgesamt billiger, weil ihr nicht die ganze Zeit auch eine neue Kassette braucht. Das habt ihr natürlich bei jedem Rad, gerade jetzt bei einer Ultegra oder Dura-Ace wird es dann noch teurer, wenn ihr die Antriebskomponenten tauschen müsst. Ist jetzt überhaupt nichts Gravelbike-spezifisches. Schauen wir uns das mal an, was wirklich kaputt gegangen ist, was glaube ich auch beim Gravelbike ein bisschen eher sein könnte. Und zwar ist mir das Rad eben auch ein paar Mal umgefallen. Das sollte natürlich mit keinem Rad passieren, aber gerade hier hat es mich echt ein paar Mal richtig geärgert. Weil vor allem, wenn das dann eben auf die rechte Seite, also so umfällt, dann fällt es einmal hier aufs Pedal. Das ist überhaupt nicht schlimm, das kann das ab, aber es fällt auch meistens hinten aufs Schaltwerk drauf. Und deswegen habt ihr hier auch das Schaltauge, also die Verbindung zwischen Rahmen und dem Schaltwerk. Und es hat einfach den Sinn, dass dann nicht euer Rahmen bricht oder das Schaltwerk, sondern eben nur dieses Schaltauge verbiegt. Ist eigentlich eine super Sache, aber das Blöde ist halt, wenn das Schaltauge einmal verbogen ist, dann könnt ihr nicht mehr richtig schalten, dann müsst ihr in die Werkstatt, die müssen das wieder neu ausrichten. Es geht ein, zwei Mal, da braucht man gar kein neues und irgendwann wird es dann aber halt, das Aluminium wird dann so weich, dass es einfach abbricht, glaube ich. War es bei mir noch nicht so, aber da es jetzt schon zweimal passiert ist, möchte ich jetzt endlich mal neues. Ist gar nicht so einfach, an die Dinge ranzukommen, deswegen, falls ihr noch kein Gravelbike euch gekauft habt, achtet beim Kauf drauf, unbedingt gleich ein Schaltauge dazu, erspart ihr euch irgendwann später die Sorgen und vor allem, falls ihr es gar nicht braucht, umso besser, dann habt ihr ja keine Probleme. Das sieht man jetzt hier auch gerade unten am Käfig, das ist so leicht nach rechts weggebogen. Es ist nämlich aktuell auch nicht gerade, also ich bin jetzt auch schon länger nicht mehr damit gefahren. Der nächste Step wird jetzt mal sein, das Fahrrad in Service zu geben und dann wirklich alles zu machen, dass es wieder tipptopp aussieht. Ich wollte euch nur jetzt mal kurz zeigen, wie so ein Rad dann wirklich ausschaut nach einer Saison richtig heftiger Nutzung. Dann habe ich es natürlich auch geschafft, dass hier das Schaltwerk selber auch wirklich Kratzer hat. Das ist aber, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Und ich hoffe jetzt, dass wirklich nur das Schaltauge verbogen ist. Es kann aber auch sein, dass der Käfig verbogen ist. Mal schauen. So Schaltwerke kosten auch nicht die Welt im schlimmsten Fall. Aber aktuell ist es halt auch schwierig, da überhaupt mal ranzukommen. Und es kann auch nicht nur sein, dass euch das Rad umfällt und es dann verbiegt, sondern was bei mir auch ein, zwei Mal jetzt gewesen ist. Beim Graveln durch den Wald liegen ja öfter mal Äste am Boden. Und wenn euch die dann eben durch die Reifen so hochgezogen werden und dann in der Kette landen, dann haut es die ins Schaltwerk rein und dann verbiegt natürlich alles. Passt da ein bisschen auf. Ich habe auch gesehen, hier an der Kurbel sind so ein paar Kratzer dran, da mache ich mir jetzt aber keine Sorgen. Das Ding ist ja recht massiv. Egal, schlimmer ist, wenn am Rahmen was ist, gerade am Carbonrahmen. Und ich habe es geschafft, gleich irgendwie zwei Wochen, nachdem ich es gekauft habe, auf der Donauinsel das Ding vom Wind umblasen zu lassen. Das ist dann nochmal schlimmer, weil dann ist die Aufprallenergie einfach noch heftiger. Und ich bilde mir ein, dass ich irgendwo einen kleinen Abplatzer am Rahmen hatte. Genau, das ist mir damals auf diese Seite gefallen und jetzt habe ich hier neben der Steckachsenaufnahme so einen kleinen Lackabplatzer. Da würden wahrscheinlich manche sagen, oh, kann man ja gar nicht mehr damit fahren. Gerade bei Carbon sind ja viele ganz neurotisch, sage ich mal. Es ist jetzt bei mir nur oberflächlich, zumindest sieht so aus. Ich mache mir da jetzt keine großen Sorgen, aber ich muss sagen, es hat mich schon wirklich sehr geärgert. Und ich glaube, deswegen sollte man wahrscheinlich auch als Rennrad- oder Gravelbike-Einsteiger vielleicht keinen Carbonrahmen nehmen. Einfach, dass man solche Fehler dann besser mit dem Alurahmen macht.
der kann das vielleicht noch eher ab. Und dann, wenn man ein richtig teures Rad hat, dann passiert einem sowas hoffentlich auch nicht mehr. Nächster Klassiker von der Arschrakete habe ich hier diese Abstürfungen. Da bin ich wirklich selber schuld. Das war dämlich. Da hätte man gleich irgendwie Folie hinmachen müssen. Jetzt ist es so, es ist auch nur oberflächlich bis jetzt. Aber da müsst ihr wirklich drauf achten, am besten direkt den Rahmen abkleben, bevor ihr da auch nur irgendeine Tasche in die Nähe vom Rad kommt. Einfach weil, ja, es macht keinen Spaß, wenn der Lack erstmal weg ist. Und gerade beim Carbonrahmen geht es ja dann weiter durchs Kunststoff. Also das könnt ihr echt vergessen. Nicht wundern, dass es jetzt hier so ein bisschen hässlich abgeklebt ist. Das habe ich nur gemacht, damit ich mir die Sattelstützenhöhe besser merken kann. Hier die Schraube für die Sattelklemme, die ist ja hier so semi-integriert, das heißt keine normale Runde, sondern die muss zum Rahmen passen. Übrigens auch ein spezifisches Cube-Teil, gar nicht so einfach da ranzukommen. Und das Problem ist jetzt aber, dass ich diese Schraube, die hier drin ist, die musste ich relativ stark anziehen, habe ich wahrscheinlich das Drehmoment überschritten, auch ein Klassiker. Und mittlerweile ist die Schraube auch schon innen rund, also die kann man nicht mehr aufmachen. Ich hoffe, dass die das beim Fahrradservice hinbekommen, weil ich, ja, man könnte es nochmal mit einem bisschen größeren Imbus probieren und dann halt eben ja mit Gewalt, aber ja, da muss man wirklich aufpassen und im schlimmsten Fall muss man das halt aufbohren, aber das ist auch viel sinnloser Aufwand und von daher ja, passt da besser auf. Vielleicht sogar ein Drehmomentschlüssel, gerade beim Carbonrahmen, weiche Schrauben macht auf jeden Fall Sinn. So, nächste Sache, die man vielleicht vermeiden hätte können, hat mich jetzt nicht so dermaßen gestört, aber irgendwie schon ein bisschen doof. Der Rahmen ist ja eigentlich so mattschwarz lackiert, das gefällt mir auch sehr gut und hier oben das Rote ist ja alles Folie und ist auch gut, dass das Folie ist, weil gerade das Oberrohr ist bei mir irgendwie ziemlich beansprucht worden und ich habe jetzt hier oben in der Folie so ein paar eklige Kratzer drin. Ich weiß nicht, ob man es richtig sieht, aber es ist schon ziemlich ja, in Mitleidenschaft gezogen. Da hätte man vielleicht auch einfach großzügig eine durchsichtige Folie einfach drüber machen können, dann würde es wahrscheinlich jetzt noch um einiges besser ausschauen. Aber ja, so ist es halt. Theoretisch kann man sich für sowas, glaube ich, auch einen Ersatz anfertigen lassen. Da gibt es so Spezialisten, die genau dafür euch eine Folierung eben anbieten. Aber ja, ich keine Ahnung, habe mich jetzt noch nie so richtig mit beschäftigt und so schlimm finde ich es dann auch nicht. Machen wir mal weiter beim Lenker. Also ihr seht schon, da ist wirklich einiges jetzt. Und dann kommen wir auch noch zu der einen Sache, die mich wirklich ein bisschen ärgert, weil da kann ich nichts dafür, da kann im Endeffekt nur Cube was dafür. Aber ja, zuerst mal beim Lenker hier, Klassiker. Die Lenkerendstöpsel habe ich relativ schnell beide verloren. Also wenn ihr eure Originalen noch habt, da sind so Schrauben drin, dass ihr die eben festspannen könnt innen. Zieht sie ruhig ab und zu mal nach, weil die lockern sich natürlich und sind dann irgendwann weg. Also da muss man einfach drauf achten. Und gerade wenn man viel fährt, sollte man vielleicht wirklich einmal die Woche, wenn man das Rad vielleicht auch sauber macht, einfach mal alle Schrauben so ein bisschen überprüfen, ist das locker. Und dann kann einem sowas eigentlich auch nicht so schnell passieren. Da muss man einfach drauf aufpassen. Dann Thema Schalthebel, das ist schon ein bisschen ärgerlicher, weil ein so ein Schalthebel hier, also jetzt gerade bei der Einfachgruppe habt ihr nur den rechten, der schalten muss, links habt ihr nur die Bremse, aber ich glaube, ich habe mal geschaut, ein Ersatzteil rechts oder links kostet jeweils irgendwie 160 Euro, also schon, oder irgendwie sowas um den Dreh, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, wenn ihr überhaupt einen bekommt, also die Dinger sind teuer und vor allem gerade, wenn euch das Rad umfällt, habt ihr einmal das Schaltwerksproblem hinten, aber da, das ist eben noch schlimmer, wenn da was kaputt ist, finde ich. Und da kommt immer drauf an, aber ich fand es schon schade und ich habe es wirklich geschafft. Die Kratzer hier sind ja noch okay, aber ihr habt hier innen, habt ihr so eine Plastikabdeckung, die steht jetzt da so leicht weg. Ja, man merkt es, glaube ich, nicht, wenn man es nicht weiß. Und auf der anderen Seite war es noch viel früher irgendwie hier lose. Generell, die sind ein bisschen komisch gemacht, diese Hebel, weil die sind hier offen, ich weiß nicht, ob man es sieht, also da kann man auch normalerweise einfach so reinlangen, da ist keine Abdeckung. Gerade beim Gravelbike finde ich das ein bisschen ja, blöd, gerade wenn dann irgendwie Staub oder Sand oder so da reinkommt, macht ja eigentlich keinen Sinn. Aber gerade beim Umfallen eben auch die Shifter, desto teurer die sind, desto empfindlicher sind die dann auch, wenn die irgendwie aus Carbon sind oder so, könnt ihr echt vergessen. Also da müsst ihr wirklich aufpassen und ich plädiere nur an euch, schaut, dass sich das Fahrrad einfach nicht umfällt. Klar, kann man jetzt einfach sagen, aber zur Not, wenn es irgendwie wackelig ausschaut, einfach hinlegen, auch wenn es irgendwie blöd aussieht, aber ja, auf jeden Fall ein heißer Tipp von mir. Genau, jetzt noch Thema Bremse, hier ist ja auch von der GRX die Bremse drauf,
Bei dem Modell jetzt, das hat ja knapp 2000 Euro gekostet, ist jetzt nur die Einsteigervariante von der Bremse und auch von der Schaltung mit dabei. Also da sind die Shifter vorne sind ein bisschen günstiger. Da gibt es von der GRX nochmal verschiedene Gruppen. Bisschen besser, bisschen günstiger. Das ist hier eben die günstigste Variante. Aber die Bremsen jetzt 8500 Kilometer, ohne dass ich groß drauf geachtet habe. Ich habe die, glaube ich, einmal sauber gemacht. Die Bremsen immer noch. Ich habe das Gefühl, sie bremsen nicht mehr ganz so gut wie am Anfang, aber sie tun immer noch wunderbar ihren Dienst. Also da bin ich wirklich sehr zufrieden. Manche schreiben irgendwie, ja, die Bremsscheiben werden so billig, sofort austauschen. Klar, wenn man jetzt da irgendwie Geld investieren möchte, wenn man da Spaß dran hat, aber eigentlich auch hier die relativ günstigen Scheiben und so weiter funktionieren wirklich super. Kann ich mich nicht beschweren. Ich hatte einmal beim Großglockner, hatte ich ziemliches Fading, also da habe ich es wohl wirklich übertrieben beim Bergabfahren, aber das war auch wirklich so, da hatte ich viel Gepäck dabei, habe mich ein, zwei Mal am Anfang verbremst und dann ist die einfach richtig heiß geworden. Da hat sie dann auch danach noch ein paar Wochen immer mal wieder so ein bisschen Geräusche gemacht, aber das hat sich jetzt auch wieder gelegt, also ja, wunderbar. So, und jetzt was wirklich ärgerlich ist und wo ihr gleich beim Kauf drauf achten müsst, schaut mal hier vorne, da sind die Züge verlegt. Und das Problem ist, bei mir waren die so verlegt, dass eben immer beim Einschlagen oder wenn man leicht gelenkt hat, hat es hier das so dagegen gedrückt. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so gut sieht, aber immer in der einen Lenkbewegung scheuert das Bremsseil eben dann am Rahmen. Und dann hatte ich eben auch relativ bald, hatte ich hier vorne dann, ich weiß nicht, ob man es sieht, hatte ich dann hier einfach eine Schramme drin oder halt es hat sich so abgewetzt. Und gerade beim Carbonrahmen natürlich auch super schade, soll eigentlich nicht sein. Und ich glaube, da waren einfach die Kabel ein bisschen schlampig verlegt. Ich habe es jetzt mittlerweile immer noch nicht anders, sondern ich habe einfach die Plastikfolie dazwischen geklebt. Kann es nicht mehr passieren, man muss halt darauf achten, weil die Plastikfolie ist natürlich auch irgendwann durch, aber trotzdem sehr schade und ja, das darf eigentlich nicht passieren. Vielleicht jetzt noch eine Kleinigkeit zum Thema Laufräder. Viele beschweren sich immer, die Räder sind so günstig, ganz billige Laufräder. Achtung bei Cube. Natürlich, das sind überhaupt keine guten Laufräder, das sind wirklich sehr günstige, aber sie tun ihren Dienst jetzt, ja, 8500 Kilometer, sind ganz günstige, wie heißt die Firma? Fulcrum, es sind ganz günstige Fulcrum-Laufräder, die sind sehr schwer, natürlich, die könnte man gut upgraden, irgendwie einen leichteren Alu-Laufradsatz oder auch Carbon, ist natürlich immer eine Frage der Präferenz, gibt viele coole Anbieter. Ob man das Geld ausgeben möchte, aber ich kann euch sagen, ihr kommt auch mit den Originallaufrädern irgendwie, ja, kommt ja auch ans Ziel, geht auch wunderbar. Was mir jetzt aufgefallen ist, im ausgebauten Zustand, vor allem wenn man das Laufrad mal in die Hand nimmt und dann so ein bisschen dreht, man hört so richtig das Rieseln, also da scheint es wohl irgendwie in der Felge, also hier unter der Abdeckung innen scheint irgendwie Sand oder Dreck zu sein, keine Ahnung, wie man den da wieder rausbekommt, vielleicht ist es auch wirklich langsam mal Zeit, einen neuen Laufradsatz zu investieren, keine Ahnung. Irgendwie muss man sich ja immer schönreden. Genau, jetzt steht wie gesagt nochmal der Winterservice an. Das wird wahrscheinlich schon relativ teuer werden. Dann werden mal die Lager auseinandergenommen, gefettet und so weiter. Alles mal geprüft. Ich gehe mal davon aus, dass es mindestens 100 Euro plus Ersatzteile eben kosten wird. Ich habe noch das Problem mit der Sattelstützschraube und so weiter. Ist alles ärgerlich. Falls da im Service irgendwie noch andere Überraschungen auftreten, sage ich euch natürlich Bescheid. Und ansonsten, ja, sagt mir mal, was bei euch immer so ansteht. Habt ihr vielleicht noch irgendwie Tipps? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und ansonsten wünsche ich euch eine gute und sichere Fahrt. Lasst mir gerne ein Abo da, euer Wiener Verkehr.